Hallo, ich möchte euch alle ganz herzlich willkommen heißen zu unserem 17. netzpolitischen Abend. Mein Name ist Geraldine von der Digitalen Gesellschaft und ich werde jetzt gleich auf Englisch weiterreden, weil das Hauptprogramm, was wir heute haben, also alles bis auf den ersten Vortrag auf Englisch stattfinden wird und wir auch viele internationale Gäste hier haben. Ich hoffe, das ist so mit euch allen in Ordnung. So, I'm going to switch to English now. I'd like to welcome you all to our 17th netpolitical evening here at CBase on behalf of Digitale Gesellschaft. And we'd just like to introduce the procedure quickly and the lineup that we have for you today. So just some logistical announcements to start off with. We're going to be streaming tonight and filming as always. We're going to also be doing a Q&A after every talk. For those of you that don't want to be caught on camera, that little arch that you see over there is the best place to stand and ask your questions to be out of camera view. So we have I think a great lineup ready for you today, and we're also hosting this evening in collaboration with the International Summit on Community Wireless Networks that is kicking off here tonight and will be taking place the next 3 days here at CBase. So we're really glad about the synergy that we're able to go for this evening. We have three speakers lined up for you. So to kick off the night, we'd like to introduce Volker Tripp, who's our new net political policy officer at Digitale Gesellschaft. And he will be sharing with you the 10 demands that we have drawn up for the yet to be put into place new coalition government for Germany. And following that, we have Sascha Meinrad from the Open Technology Institute. He's the director of the Open Technology Institute, who will be kicking off the Community Wireless Summit, also touching on the topic of what community wireless means at a time of unprecedented government surveillance, but drawing a more broader perspective on this topic as well. And last but not least, we have Al Bander, who's come here all the way from Cameroon, from a hub called Active Spaces, to share the net political situation in Cameroon with us. Unfortunately, the fourth speaker tonight, Morgan from Citizen Lab, got sick and can't join us, but he will be around the next few days in Berlin, so you can all catch him at the summit, because he can't be here with us tonight, unfortunately. So that's it for now from my side, and without further ado, I'd like to pass the mic to Volker. So, would you all prefer to hear this in English or in German? English? Yeah, auf Deutsch. Because it's basically about German politics, so I guess. Okay, dann versuche ich es mal auf Deutsch. Ja, vielleicht ganz kurz zu meiner Person, weil mich wahrscheinlich noch gar nicht alle kennen. Mein Name ist Volker Tripp. Habe bisher das Netlabel Ideology gemacht, seit 2003. Außerdem bei der Sendung Breitband auf Deutschlandradio Kultur in der Redaktion mitgearbeitet und bin eigentlich hauptberuflich Jurist, betreibe ein Repetitorium, ein juristisches Repetitorium, also ein Ausbildungsbetrieb für Jurastudenten und Referendare und bin jetzt neuerdings seit 1. September bei der Digitalen Gesellschaft als politischer Referent. Wir haben ausgearbeitet 10 verschiedene Forderungen, politische Forderungen zu den Koalitionsverhandlungen und versuchen uns auf diese Art und Weise ein bisschen einzumischen in das Geschehen. Wir haben das Ganze offen gespielt, also nicht wie das eigentlich üblich ist, dass man es versucht unterm Radar zu machen und erstmal so, dass die Öffentlichkeit nichts davon mitbekommt. Wir haben das halt offen kommuniziert, weil wir eben auch hoffen, dass über die Community, die wir haben, Aufmerksamkeit entsteht und auf diese Art und Weise ein Hebel auf die Koalitionsverhandlungen da ist. Wir haben das Ganze gegossen in einen Katalog von 10 verschiedenen Forderungen. Jetzt kann man sich fragen, warum nur 10, und der eine oder andere wird sicherlich der Auffassung sein, dass fürchterlich wichtige Themen da auch noch ausgeblieben sind und eigentlich hätten Berücksichtigung finden müssen. Ja, sicherlich, allerdings haben wir halt versucht, ein relativ kompaktes Paket zu schnüren aus Forderungen, um es auch nicht allzu unübersichtlich werden zu lassen, und haben erstmal die Forderungen genommen, die aus unserer Sicht am wichtigsten sind. Welche Forderungen sind es? Gehen wir mal die Reihe nach durch.
Ja, zunächst erste Forderung zum Datenschutz. Im Hinblick auf die EU-Datenschutz-Grundverordnung, der Aufschlag, den finden wir eigentlich sehr gut, der da bisher gemacht wurde. Allerdings fehlt es halt doch noch so in den Details, insbesondere Einwilligungs-, Auskunfts-, Löschungsrechte müssen aus unserer Sicht da gestärkt werden. Ein Recht auf Datenportabilität muss festgeschrieben werden und vor allen Dingen die Kontrollmechanismen sollten auch da sein. Es nützt ja das beste Datenschutzrecht nichts, wenn da überhaupt gar keine Art von Aufsicht, Kontrolle da ist und vor allen Dingen, wenn es nicht die Möglichkeit gibt, da auch entsprechende Sanktionen zu verhängen. Bisher liegt das Sanktionsvolumen, was also vorgesehen ist, bei 2% des Jahresumsatzes eines Unternehmens. Das stellt aus unserer Sicht eher eine Untergrenze dar als eine Obergrenze und auch in den zukünftigen Verhandlungen dazu, auch wie die Bundesregierung sich dann da einsetzt auf europäischer Ebene, sind wir der Meinung, dass die 2% allenfalls eine Untergrenze sein könnten und dass man gerne weiter auch noch raufschreibt kann, um einfach die Schärfe dieser Kontrollrechte zu stärken. Dann natürlich ein Riesenthema der letzten Monate, anlasslose Kommunikationsüberwachung, insbesondere durch Nachrichtendienste, inländische wie ausländische. Hier fordern wir eigentlich zunächst mal, dass überhaupt in der Regierung dazu ein Bewusstsein entsteht und eben klare Aussprache gegen jegliche Form von anlassloser Telekommunikationsüberwachung. In diesem Bereich ist es insofern noch ein bisschen schwierig, tatsächlich ganz konkrete Forderungen zu stellen, weil ja oft die Faktenlage da auch noch nicht wirklich hundertprozentig klar ist. Es gibt die Veröffentlichung von Edward Snowden, denen man, denke ich, schon Glauben schenken darf. Aber insbesondere, was jetzt hier so die Handlungen deutscher Dienste angehen, haben ja auch das Vorgehen in dem parlamentarischen Kontrollgremium eigentlich wenig Klarheit gebracht. Deswegen ist es ziemlich schwierig, beispielsweise was zur Zusammenarbeit der deutschen Dienste mit amerikanischen Diensten oder anderen ausländischen Diensten konkret zu fordern. Wie gesagt, weil das Ausmaß eigentlich gar nicht klar ist. Man müsste es eigentlich, wenn man das genauer wüsste, könnte man da, finde ich, zielgenauere Forderungen stellen, dass fällt halt in der gegebenen Situation noch relativ schwer. Was man aber verlangen kann, denke ich, ist ein ganz klares Bekenntnis dazu, dass anlasslose Telekommunikationsüberwachung so flächendeckend nicht sein darf, dass es wirklich eine Gefährdung ist für die Grundrechte des Einzelnen und eben auch für das demokratische Gefüge insgesamt. Denn eine freie Gesellschaft lebt ja vom offen geführten Dialog und der kann eigentlich in dieser Form, wenn das Bewusstsein in Überwachung da ist, so nicht stattfinden. Ein anderes Thema, was bisher, glaube ich, so online auch bedingt eigentlich besprochen wurde, ist die Frage der Exportkontrolle für Überwachungstechnologien. Überwachungstechnologien zum Beispiel von der Gamma Group werden in autokratischen Staaten eingesetzt, um Aktivisten oder die Leute, die man als Systemfeinde ansieht, eben zu überwachen und dann auch festzunehmen, zu foltern. Es gibt Berichte zum Beispiel aus Bahrain, wo einem Aktivisten, der dort gefangen genommen wurde, während der Folterung eben Teile seiner Skype-Protokolle vorgelesen wurden. Und deutsche Unternehmen sind eben aktiv daran beteiligt, diese Technologien zu exportieren. Und vielfach wären solche Systeme ohne die Unterstützung auch von deutschen Unternehmen überhaupt nicht in der Lage, diese Form und dieses Ausmaß von Repression an den Tag zu legen. Deswegen fordern wir, dass diese Technologien als sogenannte Dual-Use-Waren zum einen der Dual-Use-Verordnung unterworfen werden und auch dem Außenwirtschaftsgesetz. Damit gäbe es zumindest einen gewissen Hebel für Behörden, diese Art von Export zu kontrollieren und im Zweifel auch zu unterbinden. Ja, also insbesondere die Frage eben der Menschenrechtswahrung muss in der Frage, erteile ich eine Genehmigung oder nicht, aus unserer Sicht eben maßgeblich Berücksichtigung finden. Es gibt in diesem Zusammenhang auch noch ein internationales Abkommen, das sogenannte Wassenaar-Abkommen, in dem sich die Vertreter verschiedener Staaten darauf einigen, bestimmte Technologien eben einer Exportkontrolle zu unterwerfen. Und aus unserer Sicht sollte auch die zukünftige Bundesregierung auf dieser Ebene ansetzen und eben versuchen, eine internationale, nicht Ächtung, aber eine Ausweitung eben der Kontrollgesetze, die es gibt, auf solche Überwachungstechnologien zu erreichen. Dann immer noch ein Thema, die Vorratsdatenspeicherung. Das Bundesverfassungsgericht hat ja bekanntermaßen 2010 die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie
zwar für verfassungskonform noch gehalten, aber eben die deutsche Umsetzung nicht. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages bezweifelt, dass überhaupt eine verfassungskonforme Umsetzung dieser Richtlinie da ist. Und bisher steht die noch im Raum. Für alle, die das vielleicht nicht so genau wissen, eine europäische Richtlinie bedeutet einen Gesetzgebungsbefehl an den nationalen Gesetzgeber, also unter anderem an die Bundesrepublik Deutschland, ein entsprechendes Gesetz zu schaffen. Die Richtlinie selber gilt nicht unmittelbar in den Mitgliedstaaten, aber es ist eben ein Befehl, das zu schaffen. Und momentan gibt es auch gegen Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren, das ist im Gange, weil eben Deutschland bisher diese Richtlinie nicht umgesetzt hat. Aus unserer Sicht kann es eigentlich nur eine Möglichkeit geben, nämlich zum einen diese Richtlinie auf europäischer Ebene aufzuheben und auf nationaler Ebene auf die Einführung der Vorratsdatenspeicherung zu verzichten. In dem Zusammenhang befürworten wir auch, dass die zukünftige Bundesregierung juristische Schritte einleitet, zum Beispiel eine Nichtigkeitsklage vor dem EuGH. Die hat es zwar schon mal gegeben von Irland, die griff allerdings nur formale Gesichtspunkte an. Und die Frage, inwieweit diese Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie beispielsweise vereinbar ist mit europäischen Grundrechten, also mit der Grundrechtecharta der EU, ist bisher vollkommen offen und wäre noch so eine Angriffslinie, die man aus unserer Sicht gut fahren könnte und die wir auch sehr befürworten. Funkzellenabfrage, nächstes Thema, ist allen bekannt, was das bedeutet, Funkzellenabfrage. Also in Dresden, habt ihr vielleicht mitgekriegt, Handygate in Dresden gerne genannt. Man kann über die nicht individualisierte Funkzellenabfrage eben sämtliche Verbindungsdaten, die in dem Einzugsbereich von einem bestimmten Mobilfunkmast anfallen, mit einem Mal abgreifen, um dann zu ermitteln, ob irgendwelche Tatverdächtigen sich in der Nähe von irgendeinem Tatort befunden haben. Tatsächlich wird eben dieses Ermittlungsinstrument in der Regel benutzt für zur Aufklärung von Straftaten, für die es gar nicht geschaffen wurde. Ursprünglich sollten das schwerste Straftaten sein, Delikte, die sich gegen die sexuelle Selbstbestimmung richten beispielsweise oder eben auch gegen das Leben. Tatsächlich wird es auch eingesetzt bei solchen Dingen wie Betrug oder Rauschgiftkriminalität, was eigentlich nicht im Sinne des Erfinders ist. Auch der Datenschutzbeauftragte kritisiert regelmäßig diese doch sehr uferlose Praxis. Deswegen sollte aus unserer Sicht die gesetzliche Grundlage so weit reformiert werden, dass eben sichergestellt ist, dass eine rechtsstaatliche Strafverfolgung eben nicht massenhaft Daten generiert, aus denen man dann Verdächtige ableitet, sondern eigentlich zum nächsten Verdächtigen hat und dann gezielt gegen diesen einzelnen Verdächtigen vorgeht. Also wenn, dann eine individualisierte Abfrage. Ja, auch ein Thema, was schon länger im Raum steht, die WLAN-Störerhaftung. Vielleicht natürlich dem einen oder anderen bekannt. Also es gab ein Urteil des Bundesgerichtshofs, Sommer unseres Lebens, ganz bekanntes Urteil. Und seitdem ist es eben so, dass gewerbliche und nicht gewerbliche Betreiber von Funknetzen verschuldensunabhängig haften für Rechtsverletzungen, die Dritte über ein von ihnen betriebenes Funknetz begehen. Das führt dazu, dass die meisten Leute ihre Funknetze verschlüsseln und eben nicht mehr Dritten zur Verfügung stellen. Auch bei Internetcafés und so häufig ist es so, dass sie schlicht und ergreifend dann darauf verzichten, überhaupt solche WLAN-Zugänge anzubieten. Oder eben vorher die Identität des jeweiligen Nutzers registrieren. Dadurch wird verhindert, dass es einen flächendeckenden Netzzugang für jedermann gibt. Und das Ganze ist auch in gewisser Weise sozial ungerecht, denn wenn man sich einmal vor Augen hält, dass beispielsweise in dem Hartz-IV-Regelsatz keine Position für den Netzzugang enthalten ist, bedeutet das, dass faktisch viele Leute einfach von dem Netzzugang abgeschnitten werden. Wäre das aber so, dass jeder sein WLAN öffnen könnte, andere Leute darüber ins Netz gehen könnten, dann wäre es beispielsweise für Personen, die eben nicht so viel Geld haben, trotzdem möglich, an den ganzen Optionen, die das Netz bietet, teilzuhaben. Das ist bisher nicht so. Die Lösung könnte sein, indem man das TMG, also das Telemediengesetz, reformiert. Es gibt da eine Norm, die ein sogenanntes Provider-Privileg enthält. Und dieses Provider-Privileg besagt eben, dass normale Zugangsprovider von solchen Rechtsverletzungen freigestellt werden. Wenn ich beispielsweise beim Telekom-Zugang irgendwie urheberrechtlich geschützte Materialien runterlade, haftet die Telekom nicht dafür. Würde ich aber den Zugang wählen über ein privat betriebenes WLAN, würde der WLAN-Betreiber für meine Urheberrechtsverletzung haften, die ich über sein Netz begehe. Die Lösung muss also sein, dass diese WLAN-Betreiber den normalen Zugangsprovidern gleichgestellt werden und dieses Provider-Privileg eben auf sie ausgeweitet wird. Ja, das Recht auf Remix
ebenfalls eine Forderung, die wir schon seit geraumer Zeit stellen. Bisher ist es so im deutschen Urheberrecht, dass es das Zitatrecht gibt und das Recht auf freie Benutzung. Beide erlauben aber nur die Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken und den Aufbau eines neuen Werkes darauf, wenn diese früheren verwendeten Werke darin komplett verschwinden, also überhaupt nicht mehr erkennbar sind. Was ich aber nicht machen kann, ist eben der klassische Remix. Ich nehme ein Werk, interpretiere es neu oder rekontextualisiere es, mein Gott, also stelle es in einen neuen Kontext oder ähnliches. Das geht eben bisher nicht, jedenfalls nicht legal. Man kann es natürlich machen, aber das verstößt dann eben gegen das Urheberrecht. Wir wollen deswegen auch, dass sowohl auf EU-Ebene als auch auf nationaler Ebene diese Urheberrechtsschranken ausgeweitet werden, geöffnet werden und explizit ein Recht auf Remix dort eingetragen wird. Ja, dann die nächsten beiden Punkte liegen relativ nah beieinander. Das ist einmal Open Government und Punkt 9, kann ich auch schon sagen, ist Open Access. Also es geht bei Open Government natürlich um die Daten, die durch die öffentliche Verwaltung generiert werden und die Frage eben des Zugangs zu diesen Daten. Aus unserer Sicht unheimlich wichtig, um zu gewährleisten, dass es einen Dialog zwischen der Zivilgesellschaft auf der einen Seite und eben behördlichen Stellen auf der anderen Seite gibt. Ne? Wenn das öffentliche Auge auf diese Daten schauen kann, bedeutet es natürlich auch eine gewisse Form von Kontrolle, ne, der öffentlichen Hand. Und wir sind eigentlich der Meinung, dass das in einer offenen Gesellschaft auch mit einer Aufgabe ist der Zivilgesellschaft, dass sie natürlich ein Auge hat auf die Art und Weise, wie die öffentliche Verwaltung arbeitet. Ein anderer Gesichtspunkt, der auch gleich noch eine Rolle spielen wird bei dem 9. Punkt, ist natürlich, dass diese Daten durch die Tätigkeit von Behörden generiert werden und wir letztlich diese Tätigkeit der Behörden mit unseren Steuergeldern und Abgaben bezahlen. Das heißt, letztlich haben wir für die Generierung dieser Daten bereits bezahlt. Insofern sollte es auch möglich sein, dass wir selber den Zugriff darauf haben und diese Daten verwenden können. Insgesamt müssten dafür allerdings, also das Informationsfreiheitsgesetz müsste dafür reformiert werden. In Hamburg ist es eigentlich ganz vorbildlich geschehen und nach diesem Vorbild des Hamburger IFG könnte das eben auch bundesweit umgesetzt werden. Außerdem natürlich die Open Government Partnership Initiative, zu der auch zahlreiche Länder schon beigetreten sind, die Bundesrepublik bisher nicht, die eben solche Standards für Open Government vorgibt und eine Vereinbarung darüber ist, wie man die national umsetzt. Der sollte Deutschland beitreten, denn die Forderungen, die dargestellt werden, sind im Wesentlichen deckungsgleich mit dem, was wir auch fordern. Open Access, also freier Zugang zu steuerfinanzierten wissenschaftlichen Daten, sagte ich ja gerade eben schon, ist ebenfalls so ein Erkenntnis, ist ebenfalls eine Forderung, die wir stellen. Der Hintergrund ist eben auch wieder, wenn Daten öffentlich finanziert werden, die Generierung von Daten öffentlich finanziert wird, dann soll es für die Öffentlichkeit eben auch die Möglichkeit geben, darauf zuzugreifen. Bisher ist es häufig für Lehrende schwierig, an Lernunterlagen oder an Rohdaten zu kommen, um die dann wiederum zu verwenden in ihrem Unterricht. Genau das soll eben durch einen Open Access, durch einen freien Zugang zu solchen wissenschaftlichen Daten verbessert werden. Ja, und letztendlich ein Thema, was jetzt gerade auch sehr in der Debatte ist, die Netzneutralität. Ihr habt ja sicherlich gehört, dass die Telekom eben plant, Managed Services einzuführen und parallel dazu die Basiszugänge zu drosseln bzw. Volumen zu beschränken. Aus unserer Sicht ist vor allen Dingen diese Kombination problematisch. Also natürlich sind volumenbeschränkte Zugänge als solches auch schon nicht besonders wünschenswert, sind aber eigentlich eine Frage des freien Marktes. Wenn der Markt es ablehnt, dann werden die sich halt nicht etablieren. Wenn man aber gleichzeitig volumenbeschränkte Zugänge einführt und eben priorisierte Dienste, die mit voller Qualität übertragen, dann entsteht natürlich ein Druck, zunächst mal auf die Nutzer, dass sie sich in diese Managed Services hineinbegeben, die zusätzlich buchen, und für die Anbieter besteht natürlich genauso Druck, sich diesen Managed Services anzuschließen bzw. dafür zu bezahlen, dass sie dort aufgenommen werden, weil ansonsten sie natürlich einen Wettbewerbsnachteil haben gegenüber denjenigen Unternehmen, die an diesen Managed Services teilnehmen. Das ist deswegen problematisch, weil große Unternehmen wie zum Beispiel Google oder Facebook sich natürlich die Kosten ohne weiteres leisten können und das Ganze schultern können. Startups, kleinere Unternehmen können das vielleicht nicht, und das Ergebnis sieht dann eben so aus, dass ich im Grunde einen Zugang habe, wie man den heute vom Mobiltelefon kennt, der also für richtiges Internet eigentlich nicht wirklich geeignet ist,
und faktisch sich das, was man heute so als Netz kennt, eigentlich nur noch im Rahmen dieser Managed Services abspielen wird. Es entsteht also so ein Zwei-Klassen-Internet und das gilt es auf jeden Fall zu verhindern. Es ist jetzt gerade die Telekommunikationsverordnung, also ein Entwurf für die Telekommunikationsverordnung von der Kommission vorgestellt worden und ähnlich wie das auch bei dem Entwurf ist, den die alte Bundesregierung noch vorgelegt hat für eine Rechtsverordnung zu § 41a TKG. Es ist in beiden Fällen so, dass die faktisch diese Managed Services legalisieren und damit eigentlich genau diesen Weg in so ein Zwei-Klassen-Internet öffnen. Genau das wollen wir gerne verhindern. Deswegen soll sich eben die zukünftige Bundesregierung sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene dafür einsetzen, dass die Netzneutralität als Prinzip festgeschrieben wird und Managed Services verboten werden. Wer sich den gesamten Forderungskatalog angucken möchte in der vollen Länge, das war natürlich jetzt sozusagen die Kurzfassung, kann über den QR-Code da hinkommen. Ansonsten, was werden wir jetzt mit diesem Forderungskatalog machen? Also er steht natürlich zunächst mal offen im Netz. Wir werden aber jetzt während der laufenden Koalitionsverhandlungen versuchen, darüber, dass wir das Ganze nochmal Social Media gerecht aufbereiten und dann regelmäßig versuchen, also ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen, dann über die Öffentlichkeit einen gewissen Druck zu erzeugen und vielleicht diese Themen dann auch dahin zu bringen, dass sie tatsächlich in den Koalitionsverhandlungen eine Rolle spielen. Das ist so der Ausblick, was wir jetzt damit weiter vorhaben. Das wäre es so von mir. Jetzt gerne Fragen, wenn ihr welche habt. Bitteschön. Schön.